schön, wenn Sie jetzt einstellen, dass die kleine Genehmigung vom Verbandtor, die hätte vorher vor Kampfgebiet eingeholt werden müssen. So ging ich nicht vor. Also bitte stellen Sie das Film mit ein. Dann bin ich weiterhin. Du denke zum Richtertisch. Nimm den! Ey, warum packt ihr den, Alter? Nächste Kampf, Mann, mit dem Mantel. Der Adrenalin, ja? Ich feier meinen Kleiner, ja? Also, wie, weißt du noch? Ja, Mann! Ja, Mann! Genau so, Bruder! Gib den! Ja, raus! Ja, die Rechte! Ja, genau so! Sie höflich bitten, weder Videos noch Fotos zu machen. Von dem Herrn Franke. Er persönlich? Ja. Weil er hatte vorhin angekündigt, dass der Verband das gesagt hat. Er hat mich gerade gebeten, dass ich Ihnen das sage. Ich weiß nicht, vor wem er es hat. Und er kann natürlich jetzt nicht davon bringen, aufstehen. Ja, nee, das ist logisch. Aber ich habe Erich Drege gefragt, der NRWV und der Nordrhein-Westfalen-Verband hat kein Ausspruch gemacht, dass hier ich persönlich nicht filmen darf oder fotografieren darf. Das sollte schriftlich erfolgen, was ja auch der Boxring Hilden gemacht hat mit dem Hallenverbot. Es wundert mich, ich meine, ich werde das einstellen, und es wundert mich, dass das so inoffiziell gemacht wird. Dazu kann ich Ihnen relativ wenig sagen. Das kommt aber alles bei YouTube mit rein. Und dann lassen Sie es. Und noch mal eine andere Frage, noch eine andere. Ich filme nicht in meinem Namen, sondern im Namen. Moment, das ist eine persönliche Sache gewesen. Ich habe den Trainer von Boxring Essen gefragt, ob ich seinen Mann für ihn filmen soll. Hat er ja gesagt. Folgedessen, ich filme für den Boxring Essen. Ist da auch ein Verbot erteilt worden? Das kann ich Ihnen relativ wissen. Das ist ja das Interessante dabei. Aber der Kampf ist.